Hallo. Was geschah wirklich in jener nebligen Novembernacht, als Jamaika starb? Welche Rolle spielt der israelische Geheimdienst? Wann genau hat Peter Altmaier die letzte Pizza Quattro Formaggi bestellt? Und ist die FDP wirklich ganz alleine schuld? Ja. Rekonstruieren wir mal die Abläufe. Wer war besonders gemein zu wem und wer hat als erster angefangen zu heulen? Gut, das Letzte beantwortet sich von selber. Das fasst die Nacht sehr gut zusammen. Machen wir es uns aber nicht zu einfach, Oliver. Wer die Wahrheit will, muss tiefer graben. Was, wenn Angela Merkel selber den Tod von Jamaika wollte? Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ich weiß. Eigentlich müsste die Kanzlerin am Boden zerstört sein. Aber dann erklären Sie mir doch mal diese Aufnahmen. Kann ich nicht erklären. Kann ich nicht. Niemand kann das, Oliver. Niemand. Aber mal eine ganz andere Frage. Kann es vielleicht sein, dass aus der ehemaligen Spaßpartei FDP klammheimlich eine rechte Spaßpartei geworden ist? Die FDP rechts, das ist doch Quatsch. Ach ja? Sogar die CSU sagt, die Liberalen haben uns in der Flüchtlingsfrage rechts überholt. Und man kann die CSU gar nicht rechts überholen. Lindner, dieser verteufelt gut aussehende Pfiffikus, hat einen neuen Markt entdeckt. Sachen sagen, die Rechten gefallen, aber schöner formuliert. Ich hatte beispielsweise vorgeschlagen, den Familiennachzug im Sinne des Spurwechsels neu zu regeln, dass also Menschen, die für ihren Lebensunterhalt sorgen können, in der Lage sind, den Familiennachzug zu organisieren. Genial! Flüchtlinge mit Arbeit, die uns nicht auf der Tasche liegen, dürfen ihre Familie nachholen. Sie müssen es halt selber organisieren. Verstehen Sie? Da ist wirklich alles drin, wovon Nationalliberale feucht werden. Das geht gegen Ausländer und gegen Arme. Und, ja, und der beste Beweis ist die Reaktion der AfD. Opa Gauland erkennt sofort, wenn einer in seinem Garten wildert, wie der Lindner. Er ist dicht an der AfD, an den Kritikpunkten der AfD, Flüchtlingspolitik, Rechtsstaat. Aber wir sind das Original, deswegen ist er keineswegs sozusagen die bessere FDP. Die bessere AfD, Entschuldigung. Da lacht er. Aber in Wirklichkeit hat er Todesangst. Neue Konkurrenz ist in der Stadt. Wie soll Opa Gauland mithalten mit so viel Style und Sexiness? Er wird es natürlich versuchen, klar. Welche Ironie! Wenn die AfD ausgerechnet wegen der liberalen Stimmen verliert, dann wäre die FDP zum ersten Mal für was gut. Glaube ich nicht. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank.